Ein und rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 6. Juni diesen Jahres gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Das Thema lautet Grundschulen, Stiefkinder der Bildungspolitik in Nordrhein-Westfalen. Unterrichtsbedingungen in den Grundschulen müssen verbessert werden und die Beantragung trägt die Drucksachennummer 12.178. In Verbindung damit haben die Fraktionen von CDU und FDP ebenfalls mit Schreiben vom 6. Juni diesen Jahres gemäß desselben Paragraphen der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik ebenfalls eine Aussprache beantragt. Die beiden Fraktionen haben das Thema folgendermaßen benannt: Die Grundschule als Stiefkind der Landesregierung. Welche Maßnahmen wird die rot-grüne Koalition angesichts der erschreckenden Ergebnisse der jüngsten VBE-Umfrage zur Situation der Grundschulen in Nordrhein-Westfalen ergreifen? Diese Beantragung trägt die Drucksachennummer 12.179. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner für die antragstellende Fraktion der Piraten Herrn Kollegen Marsching das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Als erster Redner muss ich natürlich erklären, warum wir hier sitzen. Der Lehrerverband Bildung und Erziehung hat am letzten Mittwoch eine Umfrage vorgestellt. Die Stimmen, meine Damen und Herren, wurden immer lauter und die Beschwerden, die wurden immer mehr. Denn Lehrer haben einen Anspruch an sich selbst. Und wenn dieser Anspruch nicht mehr erfüllt werden kann, dann kriegen wir in der Politik Post. Und die Zuschriften, die gab es schon immer. Aber eins müssen wir konstatieren, die Zuschriften aus den Grundschulen, die werden immer verzweifelter. Und der Verband Bildung und Erziehung unterfüttert das Ganze jetzt mit Zahlen. Die Ursachen für die immer schlechtere Lage der Grundschulen sind die Inklusion. Wer sagt, dass er kein Kind zurücklassen will, aber es dann zulässt, dass inklusive Klassen ohne Sonderpädagogen auskommen müssen. Wer einen Klassenfrequenzrichtwert, also die Verbindung, wie viele Schüler von einem Lehrer unterrichtet werden, von 23 festlegt, dann aber der reale Wert irgendwo bei 24,5 laut VBE-Umfrage liegt, das ist am Ende aller Bundesländer, der muss sich fragen, welcher einzelne Lehrer, der ohne Kollege auskommen oder Kollegin auskommen muss, wer soll da inklusiv fördern? Meine Damen und Herren, an den Grundschulen fehlen die Mittel, an den Grundschulen fehlen die Lehrer. Ein zweiter Punkt ist die individuelle Förderung. Auch das finden wir wie die Inklusion eigentlich gut. Das wollen wir haben. Aber wir können nicht jeden Schüler fördern, wenn es nicht mehr Lehrer gibt. Welcher Lehrer soll sich um 24 Schüler einzeln kümmern? Wer die individuelle Förderung propagiert, der muss für das Personal sorgen und wir haben zu wenig Lehrer an den Grundschulen. Die Integration ist eine wichtige Aufgabe. Und Frau Lörmann, da kann ich Sie loben, ich muss Sie sogar loben, da haben Sie schnell reagiert. Als die geflüchteten Kinder kamen, haben Sie Geld in die Hand genommen, Sie haben neue Lehrer eingestellt. Das Problem ist, damit haben Sie nur den Status quo erhalten für die Grundschulen. Das ist nicht nice to have, das ist kein Mehrwert, sondern da bleiben wir da stehen, wo wir sind. Und wenn es vorher schlecht war und ich die Situation erhalte, ist es hinterher immer noch schlecht. Auch hier müssen wir konstatieren, es sind immer noch zu wenig Lehrer. Viertens, die Erziehungsaufgaben werden mehr in der Grundschule, in Verbindung mit dem Ausbau des Ganztags. Und vielleicht ist das sogar okay so. Vielleicht ist das sogar einfach so, wenn die Schüler länger in der Schule sind, eine längere Zeit des Tages in der Schule sind, dann muss die Schule mehr Erziehungsaufgaben übernehmen. Alles gut. Aber warum trennen wir dann im Ganztag Schule und Nachmittagsbetreuung von Erziehern? Warum holen wir nicht die Erzieher in die Schule? Warum verknüpfen wir nicht Schulunterricht und Freizeit, in der auch erzogen werden kann? Warum nehmen wir nicht mehr Sozialpädagogen in die Schule? Alles Forderungen, die hier gestellt wurden, wurde alles nicht umgesetzt. Auch da zu wenig Mittel, zu wenig Personal. Und was noch obendrauf kommt, last but not least, die digitale Revolution. Die Jobs von morgen haben nichts mehr mit der Ausbildung von heute zu tun. Das sage nicht ich, das hat Minister Dün am letzten Wochenende in einem Interview gesagt.
Die Grundlage für die Jobs von morgen werden aber in der Grundschule gelegt. Die heißt übrigens deswegen so. Das ist eine zusätzliche Belastung, die in die Grundschulen kommen wird. Die ist noch gar nicht abzusehen. Und über die haben wir hier noch gar nicht in dieser Form geredet. Meine Damen und Herren, das Bildungssystem steht Kopf. Oben in der Oberstufe ist das Verhältnis Lehrer-Schüler besser. Es wird mehr Geld pro Schüler investiert. Unten, wo die Grundlage gelegt wird, da sparen wir und da wird nicht angepasst. Anders als zum Beispiel im gelobten Land, in Anführungszeichen, Skandinavien. Wenn man vergleicht, auch da die Tabelle Geld pro Schüler, das in die Hand genommen wird, auch da Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich ganz weit unten, ganz weit abgeschlagen. Das hat historische Gründe, das will ich nicht verhehlen. Aber wer es 70 Jahre nach Gründung dieses Landes nicht schafft, der Primarstufe die entsprechende Wichtigkeit beizumessen, meine Damen und Herren, da müssen wir uns fragen, sind wir mit dieser Landesregierung, sind wir mit diesen Konzepten wirklich vorne dran? Und ja, Sie haben den Klassenfrequenzrichtwert gesenkt. Und ja, Sie haben die Leitungszeiten erhöht in den Grundschulen, um Schulleiter zu finden. Aber, meine Damen und Herren, das hat doch alles die Probleme nicht gelöst. Grundschullehrer sind an der Belastungsgrenze. Und wir sprechen immer wieder als Politiker vor Ort den Lehrerinnen und Lehrern unsere Anerkennung aus. Aber so langsam sind wir verzweifelt, weil die gucken uns an und sagen, ihr Politiker, ihr seid doch schuld. Und was sollen wir denn tun, wenn die Landesregierung da nicht hilft und wenn die Landesregierung da untätig bleibt? Eine Grundschule, das ist Grundbildung, ich habe es gerade schon mal gesagt, da werden Grundlagen gelegt. Das begründet die Bildungslaufbahn. Also ich glaube, besser kann man den Zusammenhang nicht darstellen, als einfach diese Worte immer in Zusammenhang auch zu sagen. Und wem das nicht finanzierbar erscheint, der lebt im Heute. Eine Landesregierung aber, die sollte in die Zukunft blicken, die sollte im Morgen leben und nicht nur bis zur nächsten Wahl. Gerade wenn es um die Grundschüler geht, die haben halt noch Jahre der Schulbildung vor sich, da darf man nicht in Fünfjahresturnus denken. Und wir wissen auch, was Sie gleich erzählen. Meine Kollegin Pieper würde sagen, geschenkt. Ja, Sie haben 3,5 Milliarden in die Bildung gesteckt in den letzten Jahren. Zusätzlich in die Bildung geschickt. Mensch, wie toll Sie doch sind! Mensch, wie toll Sie doch sind! Aber das hat eben alles nur den Status quo erhalten, weil wir zusätzliche Belastungen hatten. Die haben Sie aufgefangen. Da gebe ich Ihnen, wie gesagt, das Lob. Aber Sie schaffen es eben nicht, die Grundschule besser zu stellen. Und die Opposition wird sagen, jawohl, wir müssen jetzt, ich weiß auch gar nicht, warum Sie die Aktuelle Stunde beantragt haben, Herr Laschet, Herr Lindner, Sie sagen jetzt, ja, wir müssen was für die Grundschule tun. Sie stellen sich hier hin, sagen, na gut, jetzt, die Grundschulen dürfen nicht mehr Stiefkinder sein. In den letzten Haushaltsverhandlungen haben wir gelesen, wir müssen bei den Lehrern Stellen einsparen. Da weiß ich auch nicht, wie das zusammengeht. Am Ende ist eine Grundschule, die so ist, wie sie sein soll, vor allen Dingen eins, sie ist teurer. Und wir, und das, meine Damen und Herren, halte ich für den wirklichen Skandal, wir sind als kleinste Fraktion hier die Einzigen, die sagen, Bildung ist so wichtig, da dürfen wir nicht sparen. Bildung muss aus der Schuldenbremse raus. Für Bildung muss Geld in die Hand genommen werden. Und jedes Mal, wenn wir uns die realen Zahlen angucken, was Sie machen, dann heißt es sparen, sparen, sparen. Meine Damen und Herren, Bildung ist das wichtigste Gut, das wir hier im Land Nordrhein-Westfalen beeinflussen können. Und ich möchte frei nach Rio Reiser enden. Wann, wenn ich jetzt und wo, wenn ich hier, wie ohne Bildung und wer, wenn ich wir. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Laschet das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben seit Wochen Diskussionen im Land über die Frage Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen. Wir haben den höchsten Anstieg aller Bundesländer seit 2010. Wir haben die höchste Hartz-IV-Quote aller westdeutschen Flächenländer. Und die Hans-Böckler-Stiftung und die Paritätischen Wohlfahrtsverbände und die Diakonie haben uns gesagt, das hängt ganz eng auch damit zusammen, dass wir zu wenig Arbeitsplätze haben. Deshalb ist die Frage Wirtschaft und Arbeitsplätze eine, die ein Beitrag sein kann, um Kinderarmut zu bekämpfen. Und da müssen wir besser werden. Nun hat die Ministerpräsidentin am Beginn ihrer Wahlperiode nicht gesagt, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist meine absolute Priorität. Herr Dün hat letztlich gesagt,
Ich war selbst bei den Koalitionsverhandlungen 2012 nicht dabei. Und es gibt nichts, was ich mehr bedauere, denn genau das Thema fehlt. Nach 4 Jahren Regierungszeit, sagt der Wirtschaftsminister, das hat die Ministerpräsidentin damals nicht überblicken können, weil ich noch nicht da war, aber das ist die Realität dieser 4 Jahre gewesen. Aber sie hat gesagt, ich will kein Kind zurücklassen. Das war der Anspruch. Wir haben letzte Woche eine kleine Bilanz erlebt. 18 Modellkommunen haben das gemacht, was wir seit vielen Jahren machen, nämlich Prävention, Kinder früh begleiten, Jugendämter sensibilisieren, schon nach der Geburt erste Projekte machen. Das hat schon die Regierung davor gemacht. Das hat Frau Kraft weitergemacht. Dafür hat sie 1,9 Millionen, ich bringe Ihnen mal die Broschüren mit, Herr Römer, was ich in meiner Zeit als Familienminister exakt in diesem Thema, das Thema Familienzentren, behauptet, Frau Kraft hätte sie auch erfunden. Also da gehört schon viel Kreativität zu, was sie jetzt macht. Aber über das, was da nötig ist, wollen wir gar nicht streiten, weil es richtig ist, Prävention zu machen. Nur mit 1,9 Millionen Euro von 2012 bis 2015 in 18 Modellkommunen mal was probieren, ist nicht der Anspruch einer Regierungserklärung. Und deshalb haben wir heute, möchten wir heute einen Vorschlag machen, wie wir das bei der inneren Sicherheit und bei anderen Themen schon bei anderen Aktuellen Stunden gemacht haben. Wie können Sie wirklich dafür sorgen, dass kein Kind zurückgelassen wird? Und da kann man in den Grundschulen ansetzen. Da muss man im Bildungssystem ansetzen. Und deshalb ist das so alarmierend, dass in dieser einzigen Schule, wo noch alle Kinder zusammen sind, wo von dem 1. bis 4. Schuljahr die Grundlage gelegt wird, der Zustand in unseren Grundschulen so ist, wie das durch die VBE-Umfrage repräsentativ in fast allen Grundschulen des Landes erfasst worden ist. Das ist, wenn nur 30% der Schulen ausreichend Unterricht für Kinder mit Förderbedarf anbieten, wenn man die Inklusion mit der Brechstange macht, die Förderschulen schließt, aber dann in den Schulen den Kindern nicht die Sozialpädagogen anbietet, Frau Beer, dann lassen Sie Kinder zurück. Sie lassen Kinder zurück, wenn Unterrichtsausfall der Maßstab Ihrer Regierung ist. Wenn wirklich das stimmt, was der VBE sagt, dass nach 4 Grundschuljahren, bevor es auf die weiterführende Schule geht, in Nordrhein-Westfalen ein Kind ein halbes Jahr weniger Unterricht hat als in Bayern, dann ist das Kinder zurücklassen in der schlimmsten Form. In der schlimmsten Form. Und bei all diesen Dingen hat die Schulministerin fast schon jägersche Züge. Erst sagen, es stimmt alles nicht, das Problem banalisieren, nicht mit den Betroffenen reden. Wir haben die FDP-Anfrage im letzten Jahr gehört zu 700 Rektorenstellen, die unbesetzt sind. Das ist die Antwort, Schulbehörden können nicht für Besetzung der Rektorenstellen sorgen. Das ist die Antwort der Schulministerin. Ist so wie Jäger, ist die Polizei schuld. Ich als Schulministerin habe nichts damit zu tun, wenn 700 Stellen nicht besetzt werden. Dann gibt es einen Brief zur Situation der Flüchtlingskinder. Die müssen jetzt auch noch integriert werden in dieser angespannten Situation. Dann gibt es eine WDR-Umfrage zum Zustand der Schulgebäude. Da sagt man, sind die Kommunen schuld. Da kann man aber helfen. Da kann aber ein Land sagen, wir lassen mal gemeinsam mit den Kommunen darüber nachdenken, wie wir den Zustand in unseren Schulen verbessern. Man kann doch nicht alles abschieben. Dann kommt die Landeselternschaft und sagt, der Unterrichtsausfall ist ein Riesenproblem. Diese 1,7% können nicht stimmen. Wir schlagen Ihnen seit Monaten vor, lassen Sie das digital erfassen. Es gibt die Software. Frau Kraft war doch gerade in Estland und redet über Digitalisierung. Fangt doch mal in den Schulen hier an, das zu messen, was an Digitalisierung ist.
Und dann diskreditieren Sie das große Projekt der Inklusion, was hier im Landtag Konsens war. Alle wollten Inklusion, aber richtig gemacht. Und wenn die Diakonie Rheinland sagt, in 66% sind die personellen Ausstattungen mangelhaft und ungenügend, dann lassen Sie auch da Kinder zurück. Und deshalb. Liebe Landesregierung, liebe Frau Ministerpräsidentin, liebe Frau Löhrmann, machen Sie das jetzt sich ernsthaft zum Thema. Lassen Sie das mit den PR-Aktionen und Modellprojekten. Fangen Sie in unseren Grundschulen an. Geben Sie den Kindern in den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen die Chance, einen guten Start in den Bildungsweg zu nehmen. Wenn Sie das nicht tun, sind am Ende Ihrer Wahlperiode mehr Kinder zurückgelassen, als Sie 2010 übernommen haben. Und das ist eine schlechte Nachricht. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Frau Kollegin Gebauer. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung nutzt die hohe Eigenmotivation und das Engagement der Lehrkräfte schamlos aus. Ja, liebe Frau Schmidt-Promny, da können Sie jetzt den Kopf schütteln und in meine Richtung schauen. Der Satz stammt aber nicht von mir, sondern der Satz stammt oder ist das Resümee des Vorsitzenden des VBE, das Resümee zum rot-grünen Umgang mit den Grundschulen. Der Satz stammt von Herrn Beckmann. Und geradezu im Wochentakt entlädt sich gegenwärtig in Umfragen die schlechte Stimmung an unseren Schulen hier in Nordrhein-Westfalen. Und diese Umfragen zeigen schonungslos, welche desaströse Wirklichkeit hier jenseits der rot-grünen Propagandapolitik hier vorherrscht. Und vom Recht eines jeden Kindes auf individuelle Förderung hat sich die Politik unter dieser Landesregierung, unter der Schulministerin, schon länger verabschiedet. Frau Ministerin Kraft und Frau Ministerin Löhrmann, Sie beide loben sich immer mal wieder für eine angeblich erfolgreiche präventive Sozial- und Bildungspolitik. Aber ich sage Ihnen, die Realität an unseren Schulen, die Realität in unserer Gesellschaft schaut ganz anders aus. Und aktuell weisen gleich mehrere Studien für Nordrhein-Westfalen nach, dass Kinderarmut, Herr Laschet hat schon angesprochen, dass Kinderarmut ein wachsendes Phänomen hier ist. Und jüngst war den Statistiken der Bundesagentur zu entnehmen, dass mittlerweile nahezu jeder Fünfte unter 15 Jahren auf die Grundsicherung angewiesen ist. Und im bundesweiten Vergleich ist die U3-Betreuungsquote, Herr Hafke spricht es auch permanent immer an für uns, die geringste. Und laut Statistischem Bundesamt gehört Nordrhein-Westfalen bei den Ausgaben je Schüler regelmäßig zu den schlechtesten Bundesländern. Und auch der Bildungsmonitor 2015 bescheinigt Nordrhein-Westfalen bei der Ausgabenpriorisierung der Bildung nur den 15. Platz, bei den Grundschulen sogar den letzten Platz. Die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptabschluss sinkt langsamer als in anderen oder vergleichbaren Ländern. Und auch bei der Inklusion steigt hingegen laut verschiedenen Rückmeldungen die Zahl der behinderten Kinder, die nur noch eingeschränkt beschult werden können. Und diese Zahlen sind dramatisch. Und trotzdem weigern Sie sich, diese Entwicklungen überhaupt nur zu erfassen. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung spielt mit den Lebenschancen unserer jungen Menschen, unserer Schülerinnen und Schüler. Und in all das reiht sich die VBE-Umfrage zur Lage der Grundschulen nahtlos ein.
Und laut Schulministerium genießen die Grundschulen unter Rot-Grün eine besondere Stellung. Und von so einem Genuss und einer besonderen Stellung bei Rot-Grün, da müssen sich anscheinend doch die Lehrerinnen und Lehrer fürchten. Und wir bestreiten nicht, dass für die Grundschulen weitere Stellen bereitgestellt worden sind. Aber das Kernproblem ist, dass den Grundschulen einfach, wie auch vielen anderen Schulen hier in Nordrhein-Westfalen, zu viel zugemutet wird. Es ist ein ständiges Hineinregieren, es ist mehr Bürokratie, es ist Unterrichtsausfall, es ist die katastrophale Umsetzung der Inklusion und zudem kommt jetzt noch die Bewältigung der Flüchtlingssituation hinzu. Und ich glaube, in Anbetracht dieser Ausführung ist es kein Wunder, dass sich Lehrkräfte aufgrund dieser besonderen Stellung als abgehängt und schamlos ausgenutzt fühlen. Und stellvertretend für eine riesige Zahl von Beschwerdebriefen aus Grundschulen möchte ich gerne aus dem Brandbrief zitieren. Herr Laschet hat diesen auch schon angesprochen. In diesem erklären die Lehrkräfte, dass ihr Berufsbild durch verschiedenste zusätzliche Aufgabenbereiche so immens ausgeweitet wurde, dass die an sie gestellten Anforderungen schlicht und ergreifend nicht mehr erfüllbar sind. Sie müssen bei völlig unzureichender Ausstattung als Sozialpädagogen arbeiten, als Jugendhilfe agieren. Sie sind Psychologen, sie sind Integrationshelfer, Sprachlehrer, ersetzen nicht vorhandene Sonderpädagogen und fungieren als Mentoren für nicht ausgebildete Kolleginnen und Kollegen. Und das Resümee lautet, wenn ich zitieren darf, für die Förderung von begabten und sehr begabten Kindern und Jugendlichen, die für uns als heranwachsende Leistungsträger von morgen wichtig sind, stehen keine Ressourcen mehr zur Verfügung. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Rot-Grün, diese Landesregierung lässt nicht nur kein Kind zurück, sie holen viele Kinder erst gar nicht mehr ab. Sie werden gleich, Frau Ministerin Löhrmann, hier Zahlenreihen von sich geben, wie viele Stellen man angeblich den Grundschulen bereitgestellt hat und dass Grundschulen schließlich eine Bedarfsdeckung von deutlich über 100% haben. Sie teilen dann in den Jahresauftakt-Pressekonferenzen immer mit, wie angeblich wenige 100 Stellen nur nicht besetzt seien. Aber laut VBE erklären 38% der Grundschulen, sie hätten nicht einmal die Lehrkräfte, die ihnen rein rechnerisch zustehen würden. Und jetzt frage ich Sie, sagen diese Schulen hier in Nordrhein-Westfalen alle die Unwahrheit? Nämlich diese Einschätzung der Schulen, die deckt sich auch mit den Erfahrungen, die wir im Rahmen unserer kleinen Anfrage gemacht oder verschiedene Anfragen gemacht haben. Und die Landesregierung antwortet dann, dort seien die und die Lehrkräfte inzwischen angekommen. Fragt man bei den Schulen nach, erhält man genau die gegenteilige Antwort. Und ich möchte Ihnen noch eins mitgeben auf den Weg, Frau Ministerin Löhrmann. Stellen alleine geben keinen Unterricht. Es gehören auch immer die Köpfe dazu. Herr Laschet hat schon angesprochen, das Thema Unterrichtsausfall. Wir erwarten auch hier als FDP-Fraktion, dass Sie endlich hier eine transparente Erfassung durchführen. Und dann werden wir sehen, ob es tatsächlich nur diese sagenhafte 1,2% Unterrichtsausfall gibt, die Sie uns immer weismachen wollen. Die Grundschule ist eine entscheidende Weiche für das zukünftige Leben unserer Kinder. Und diese Herausforderungen, die ich gerade alle genannt habe, diese Herausforderungen kann auch keine noch so eingängige Wohlfühlrhetorik von Ihnen, Frau Ministerpräsidentin Kraft, und von Ihnen, Frau Ministerin Löhrmann, kaschieren. Ich fordere Sie auf, werden Sie endlich Ihren eigenen Ansprüchen gerecht, anstatt hier den Schulen oder die Schulen mit leeren Phrasen abzuspeisen. Füllen Sie Ihre wohlgemeinte Aussage, kein Kind zurücklassen, und geben Sie die Unterstützung den Grundschulen, die sie verdient hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebauer. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Hendricks.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich habe mich heute Morgen schon ein wenig gewundert, weil ich das Gefühl habe, dass der Wahlkampf gleich zweifach in den Landtag eingezogen ist. Auf der einen Seite werft der Landtagswahlkampf 2017 seinen Schatten, aber wir haben auch gleichzeitig dem VBE mit den Anträgen der Oppositionsfraktionen eine Bühne gegeben und dem Personalratswahlkampf auch noch mal im Landtag von Nordrhein-Westfalen zu. Tja, das ist so. Meine Damen und Herren, wir haben 2012 gemeinsam mit der CDU. Herr Laschet, mit der CDU als Ausfluss, als Ergebnis des Schulkonsens ein Konzept zur Sicherung der wohnortnahen und kleinen Grundschulen auf den Weg gebracht. Und damals war die Ausgangslage die, dass wir 140.000 Schüler und Schülerinnen, dass die Grundschulen um 140.000 Schüler und Schülerinnen gesunken waren. Das entsprach 17,6%. Die Ressourcen, die aufgrund zurückgehender Schülerzahl frei wurden, haben wir zur Verbesserung der Rahmenbedingungen im System belassen. Denn die regierungstragenden Fraktionen sind, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Grundschulen von zentraler Bedeutung für alle Kinder sind. Und mit dem Konzept kurze Beine, kurze Wege haben wir erreicht, dass viele wohnortnahe und kleine Grundschulstandorte erhalten geblieben sind. Teilstandorte wurden ermöglicht und personell besser ausgestattet. Und dafür haben wir alleine 1700 Stellen dauerhaft im System belassen. Und mit der Einführung des kommunalen Klassenfrequenzrichtwertes, Herr Marsching hat das gerade eben schon mal angesprochen, den wir auch übrigens gemeinsam mit der CDU verabredet haben, haben wir erreicht, dass die regionalen Unterschiede bei der Klassenbildung in der Grundschule sich verbessert haben. So, meine Damen und Herren, um dies umzusetzen, meine Damen und Herren, haben wir die Schüler-Lehrer-Relation gesenkt. Und zwar von 1,1 zu 23,4 zu 1 zu 21,5. Meine Damen und Herren, damit sind die durchschnittlichen Klassengrößen im Schuljahr 2015/16 nach amtlichen Schuldaten 23,2 und nicht etwa so, wie der VBE es angibt, 24,3. Ich weiß, dass Sie das mit Zahlen nicht so gerne haben, aber Zahlen sprechen natürlich schon auch ein Stück die Wahrheit. Eine mögliche Erklärung für diese Abweichung liegt natürlich in der mangelnden Repräsentanz der Umfrage des VBEs, der nämlich eben nicht alle Schulen erfasst hat, sondern nur 44,5% der Schulen. Prozent der Schulen haben an der Umfrage nicht teilgenommen. Und vielleicht liegt es nahe, dass eher Schulen mit weniger günstigen Bedingungen daran teilnehmen, als solche, die zufrieden sind. Richtig ist, dass Durchschnittszahlen. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen zugehört. Vielleicht sind Sie so freundlich und hören uns auch zu. Die Durchschnittszahlen sagen nichts über die Situation in der Einzelschule aus, das behaupten wir da auch gar nicht. Diese kann nämlich deutlich anders sein als das, was sich sozusagen über die Durchschnittszahlen im Land abbildet. Aber, meine Damen und Herren, das Bild, was gerade eben auch Frau Gebauer gezeichnet hat, dass es völlig katastrophal ist, was in den Schulen von Nordrhein-Westfalen abgeht, das ist doch einfach Unsinn. Die Lehrerversorgung an den Schulen ist heute besser, als sie zu ihren Zeiten schwarz-gelb gewesen ist. Nicht nur, dass wir 9.200 Stellen demografische Effekte im System belassen haben, sondern wir haben auch sukzessive die Rahmenbedingungen verbessert, und zwar für die Grundschule, für die Sekundarstufe 1. Und die haben wir übrigens mit Ihnen verabredet, Herr Laschet. So, das finde ich auch gut, dass wir das im Schulkonsens gemeinsam verabredet haben. Aber dann stehen Sie doch auch dazu, dass wir gemeinsam einen Fahrplan miteinander verabredet haben. Frau
Weber, es ist ganz einfach, sich hier hinzustellen und zu sagen, wir brauchen Sozialpädagogen. Ja, Sie wissen aber doch auch, dass Sozialpädagogen ja teilweise gar nicht mehr ausgebildet sind. Wir können sie ja gar nicht mehr einstellen. So, jetzt, so, wir haben die OGS-Plätze, wir haben die OGS-Plätze erweitert. Wir haben die Budgets für die OGS angepasst. Wir haben auch hier wieder die Bedingungen für die Grundschule deutlich verbessert. Nicht Sie, denn Sie haben in 5 Jahren Regierungszeit für die OGS überhaupt nichts getan. Meine Damen und Herren, die aktuelle Studie des IW Köln, die ja vielleicht der CDU oder auch der FDP näher steht als der SPD, kommt gerade dazu nach alten Bildungsstudien und neuen Berechnungen, dass seit dem Schock der ersten PISA-Erhebung 2002 wichtige gerechtigkeitsrelevante Aspekte beim Zugang von Bildung sich auch in Nordrhein-Westfalen verbessert haben. Das ist auf unsere Maßnahmen zurückzuführen. Diese Studie kommt aber auch zu dem Ergebnis, dass das durchschnittliche Kompetenzniveau der Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen und überhaupt bundesweit gestiegen ist und dass diese Entwicklung auch von der OECD so dargestellt wird. Meine Damen und Herren von der CDU, ich finde es bedauerlich, dass Sie sich heute Morgen hier hinstellen und einen unterirdischen Antrag, der leider keine Fakten bemüht, mitgezeichnet haben. Das ist purer Wahlkampf. Aber noch schlimmer finde ich, dass Sie heute Morgen einen Strauß aufgemacht haben an Forderungen, Herr Laschet, und das mit Tränendrüsen versucht haben zu bedienen. Aber gleichzeitig geht Herr Ochtendring hin und sagt heute Morgen im WDR, wir wollen keine Schulden mehr, wir wollen keinen Nachtrag, das ist alles falsch, denn anschließend wird ja der Nachtrag eingebracht. Was wollen Sie denn nun eigentlich mehr? Bessere Situationen oder sozusagen keine Schulden? Meine Damen und Herren, in den Schulen von Nordrhein-Westfalen, das haben ja heute Morgen meine Vorredner auch schon gesagt, sitzen in der Zwischenzeit ca. 50.000 Schüler und Schülerinnen mehr. Das ist der Flüchtlingssituation geschuldet. Aber meine Damen und Herren, haben Sie in den Jahren 15, 16 Anträge gebracht? Waren Sie Hellseher? Wussten Sie, wie die Situation in diesem Schuljahr und im kommenden aussehen wird? Sie haben keine konkreten Anträge zu zusätzlichen Stellen für Lehrer für die Flüchtlinge gebracht. Sie wussten nämlich auch nicht, wie sich die Schülersituation in Nordrhein-Westfalen entwickeln wird. Und sich heute Morgen hier hinzustellen und zu sagen, das ist alles ganz furchtbar. Ja, wir haben Stellen geschaffen. Und ich bin da auch stolz drauf, dass wir 6.000 Stellen geschaffen haben. Und im Nachtrag werden wieder 529 Stellen ausgewiesen, die Sie nämlich gar nicht haben wollen. Die Redezeit, Frau Kollegin. Alleine für die Grundschule sind im letzten Jahr 2.800 neue Stellen geschaffen worden. Und auch für die Grundschulen sind bis zum 19.05. bereits 1.040 Neueinstellungen vorgenommen worden. Die Personalausstattung der Grundschulen liegt bei 343%, meine Damen und Herren. Sie können das ja alles in Abrede stellen, aber die Zahlen sind ja vom Ministerium geführt und auch vom Statistischen Landesamt. Die Grundschulen haben in hohem Maße in dieser Legislaturperiode von unseren bildungspolitischen Maßnahmen profitiert. Frau Kollegin Hendricks, die Redezeit ist erheblich überschritten. Wir haben nicht nur 1700 zusätzliche wir haben profitiert. Wir haben auch Leitungszeit ins System hineingegeben und wir haben 800 zusätzliche Stellen. Frau Kollegin Hendricks, ich bitte Sie wirklich, Sie haben eine zweite Runde, sonst muss ich Ihnen jetzt das Mikro abschalten. So, meine Damen und Herren, ich komme damit zum Schluss. Ich habe das gerade nicht gehört. Das liegt übrigens daran, dass Sie in einer undisziplinierten Art und Weise zu laut sind. Deshalb kann man bestimmte Dinge hier nicht hören. Ich komme damit zum Schluss und wir werden die Gelegenheit haben, darüber weiter zu diskutieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Hendricks. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Frau Kollegin Beer. Und wir werden dann in der zweiten Runde darauf achten, dass alle auch großzügig behandelt werden, was die Überschreitung von Redezeiten angeht. Aber ich bitte um Verständnis dafür, wenn sie erheblich überschritten ist, dann muss man auch ein bisschen stärker eingreifen. Frau Kollegin Beer. Dankeschön, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich bitte zuerst eine Vorbemerkung machen. Ja, in der Tat, es gibt eine Menge zu tun. Es gibt Ungerechtigkeiten, die angegangen werden müssen.
Unwuchten im Schulsystem, die auch immer benannt wurden, die ich immer benannt habe. Und eine will ich gerade noch mal speziell aufrufen, weil wir heute zum Thema Grundschulen sprechen. Das ist zum Beispiel unter anderem die Besoldung der Lehrkräfte in Grundschulen. Sie machen eine andere Arbeit als andere Lehrkräfte, aber diese ist nicht weniger wert und nicht weniger bedeutsam. Ganz im Gegenteil. Und mit der gleichen Ausbildungszeit ist der dann nächste Schritt auch fällig, die Anhebung der Besoldung für die Grundschullehrkräfte. Ja, und auch die Grundschulleitungen haben nicht nur eine bessere Besoldung verdient, sie muss in einem der nächsten Schritte dann auch kommen. Das ist für uns zentral. Aber es ist auch klar, wir können finanztechnisch nicht alles auf einmal stemmen. Und was wir schon in den letzten 6 Jahren rot-grün gestemmt haben, das ist eine enorme Investitionsleistung in Bildung in NRW. Über 1,6 Milliarden haben wir frisches Geld in den Kita-Bereich gegeben. Den Etat im Hochschulbereich ist um mehr als 2 Milliarden verbessert. Und das ist das Geld ohne die Qualitätsverbesserungsmittel, Stichwort Studiengebühren. Und wir haben die Kommunen, die Sie in Ihrer Regierungszeit massiv geplündert haben, mit der Erhöhung der GfG-Mittel und dem Stärkungspakt bis 2016 mit über 11 Milliarden Euro zusätzlich ausgestattet, damit auch Sie wieder in Bildung investieren können. Und wenn es um Bildungsausgaben in NRW geht, fehlen uns gerade auch die kommunalen Investitionen. Das Land hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir sind inzwischen bei mehr als 3,5 Milliarden Euro, die zusätzlich in die Schulen gegangen sind. Und Herr Laschet, darin sind auch mehr als 1 Milliarde Euro für die Inklusion. Und übrigens sind Sonderpädagoginnen, die wir in die Schule schicken, und nicht allein Sozialpädagoginnen in dem Bereich. Wenn Sie Interviews geben, dann wenigstens fachlich korrekt. Und innerhalb dieser 3,5 Milliarden Euro sind die Grundschulen immer als Erste dran gewesen. Und das müssten eigentlich alle, die hier im Saal sitzen, auch wissen, wenn sie nicht die letzten 6 Jahre komplett verschlafen haben. Und deshalb ist die Formulierung, die Grundschule sei ein Stiefkind der Landesregierung, ganz schlicht eins. Eine Unverschämtheit. Egal, ob das genau ein Verbandsvertreter weiß, der auch um die Investitionen in diesem Land weiß, wenn er das sagt, oder Sie hier als Opposition das in der Formulierung dieser Anträge tun. Um 14% haben wir unmittelbar nach Regierungsantritt die Pauschalen für die offene Ganztagsschule angehoben, weil Schwarz-Gelb nicht einen Cent dazu getan haben. Das war dringend möglich. Und wir haben es hingekriegt, dass die Pauschalen jetzt mit einer Dynamisierung versehen sind, und zwar von 3% jährlich. Und es ist gelungen, weil wir die Kommunen auch wieder instand setzen, dass die Kommunen ihrerseits die Dynamisierung mit 3% begleiten. Von 2010 bis 2017 steigen die Landeszuschüsse verlässlich für die OGS um fast 25%. Und bis 2016 allein mehr als 880 zusätzliche Lehrerstellen im offenen Ganztag. Das ist die Bilanz dieser Landesregierung. Mehr als 305.000 Plätze in der OGS stehen mittlerweile zur Verfügung. Und noch ein Punkt. Auch als es um Entlastung der Schulleitungen ging, haben wir zuerst den Grundschulleitungen diese gegeben. Gerade weil wir um die Herausforderungen der Schulen wissen, dass die Schulträger mit Sekretariatsstunden nicht um sich werfen und vieles in den relativ kleinen Schulen an Aufgaben bei der Schulleitung bleibt. Die Leitungszeit ist ausgeweitet, die Sockelentlastung wird angehoben. Und obwohl die Zahl der Schülerinnen an Grundschulen zurückgegangen ist, übrigens trotz Zuwanderung, haben wir immer noch mehr als 27.000 Schülerinnen weniger in den Grundschulen in NRW als 2010. Und keine Stelle ist deshalb abgebaut worden. Trotzdem stehen den Schulen aus dem Vertretungspool 9.900 Stellen zur Verfügung, in vollem Umfang. Auch die 1.000 Stellen zur Verstärkung der individuellen Förderung und gegen Unterrichtsausfall, das ist der Anteil aus den 4.000 Stellen. Und, werte Kolleginnen, dadurch, dass wir die Stellensystematik für das gemeinsame Lernen umgestellt haben, erhalten die Grundschulen im Vergleich zu der alten Berechnung mehr als 800 Stellen zusätzlich. Und das ist richtig und das ist gut so. Dass die Piraten auf die Stiefkindparole aufspringen, geschenkt, Herr Marsching.
Sie haben noch nicht einen Cent im Haushalt für einen Cent sorgen müssen, und Sie werden es auch nie tun müssen. Aber dass die Kollegin von der CDU das so ungefiltert dahersagen, das macht mir Sorgen. Schlimme Gedächtnisverluste? Amnesie? Was braucht es denn? Mehr frische Luft, Vitamine, ein bisschen Ginseng oder Ingwer? Also mit 1.700 Stellen für die Grundschulen zusätzlich, werte Kollegen und Kolleginnen von der CDU, haben wir gemeinsam im Schulkonsens dafür gesorgt, dass kleine Schulstandorte erhalten bleiben können. Wir haben vereinbart, die Klassenfrequenzrichtwerte in den Grundschulen abzusenken, von 24 auf 22,5. Alles vergessen, was wir versprochen haben, das haben wir auch umgesetzt. Jede einzelne Stelle. Mit der Beantragung dieser Aktuellen Stunde und den Vorträgen wird hier ein ganz bestimmtes Muster deutlich, das wir auch schon gestern draußen eindrücklich erleben konnten. Ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch den CDU-Kollegen, jedes Chamäleon wäre gestern blass vor Neid geworden, wenn es erlebt hätte, wie Herr Witzel und Herr Lohn sich bei der GEW-Aktion zum Thema Benachteiligung der angestellten Lehrkräfte auf dem Rasen vor dem Landtag geäußert haben, die Personalmaßnahmen in diesem Bereich gefordert haben, um zur Angleichung an die Beamtenbesoldung zu kommen. Ja, die Ungleichheit besteht. Aber dass ausgerechnet Herr Witzel die Chuzpe hat, den Lehrern Versprechungen zu machen, der sich im letzten Dezember hier hingestellt hat, 700 Stellen Streichung gefordert hat, 700 Millionen, was 14.000 Stellen Streichungen bedeutet. Wo sollen wir die denn hernehmen? Die kommen dann aus dem Schulbereich, aus der Polizei und aus der Justiz. Das ist die FDP. Chamäleon, sage ich. Ganz egal, welche Farbe, das Tier bleibt das Gleiche. Und auch Herr Lohn war sich ja nicht zu schade, dann gleich anzukündigen, bei der Dienstrechtsreform müsste man was obendrauf satteln. Wann kommt denn der Nächste aus der CDU, der die Höhe der Netto-Neuverschuldung geißeln will? Meine Herren, was wir gestern draußen erlebt haben, das war an Scheinheiligkeit wirklich nicht mehr zu überbieten. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Und für die Landesregierung spricht jetzt Frau Ministerin Löhrmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Grundlage der Anträge der Opposition ist eine Umfrage des VBE an Schulleitungen von Grundschulen. Vor diesem Hintergrund wollen Sie suggerieren, die Grundschulen würden seitens der Landesregierung grundsätzlich und explizit schlecht behandelt. Das Gegenteil ist der Fall. Keine Landesregierung hat in der Vergangenheit mehr in die Grundschulen investiert als diese. Und das ist eine Tatsache, und die kann auch belegt werden, meine Damen und Herren. Und die differenzierteste Position hat hier von der Opposition Herr Marsching eingenommen, das will ich ausdrücklich sagen. Denn dafür, dass Sie hier Verantwortung hatten, Herr Laschet und Frau Gebauer, haben Sie den Mund, was die Grundschulen angeht, hier ganz schön vollgenommen. Und die Sachlichkeit, Herr Laschet, die Sachlichkeit wäre schon richtig, dass Sie zumindest Sonderpädagogen und Sozialpädagogen auseinanderhalten könnten. Aber wir haben ja schon gestern gemerkt, dass Sie es mit den Details nicht so genau nehmen. Wir haben, was die Grundschulen betrifft, alle unsere Versprechungen gehalten, teils sogar mehr getan, als wir versprochen haben, aus gutem Grund, weil es richtig und notwendig ist, in die Grundschulen zu investieren. Aber, und auch das sage ich direkt dazu, natürlich gibt es auch im Bereich der Grundschulen noch einiges zu tun, weil nicht alles auf einmal geht. Und unser größter Erfolg zuerst, und der ist einstimmig in diesem Parlament beschlossen worden, meine Damen und Herren, das ist die Umsetzung des Grundschulkonzepts. Das ist damals auch von allen Verbänden, auch vom VBE, hier ausdrücklich befürwortet worden, von den Kommunen befürwortet worden, von allen Lehrerverbänden befürwortet worden. Ergebnis der Bildungskonferenz und im Schulkonsens. Und dieses Gesetz
zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Schulangebots in Nordrhein-Westfalen ist am 7. November 2012 durch diesen Landtag beschlossen worden und auf Punkt und Komma umgesetzt worden, meine Damen und Herren. Und damals hat es von Ihnen keine Anträge gegeben, mehr Lehrerstellen vorzusehen. 1.700 zusätzliche Stellen für die Absenkung dieses Klassenfrequenzrichtwerts. Und das ist eine echte Standardverbesserung. Und die amtlichen Schuldaten, die erhebe nicht ich persönlich, ja, sondern die erhebt ein Institut, die erhebt das Landesinstitut dafür, die zeigen genau die Wirkung dieses Gesetzes. Danach haben jetzt 73% der Klassen maximal 25% Schülerinnen und Schülern. In 27% sind es 26 und mehr. Das möchten wir immer noch gerne weiter runternehmen. Aber die Wirkung ist eindeutig erkennbar und ist genau auf dieses Gesetz zurückzuführen, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Und was die Stundentafel angeht, jetzt beklagen Sie die. Wir haben die nicht verändert. Wir haben nicht die Stundentafel zurückgefahren. Die ist unverändert und die Auswertung der KMK belegt es. Nur 4 Länder sehen mehr Wochenstunden vor als wir. Wir liegen in der Bandbreite der meisten Länder. Und wir haben uns verbessert, lieber Herr Laschet, von Rang 7, als wir die Regierung übernommen haben, auf Rang 5. Wir sind von den großen Flächenländern, was die Unterrichtszeiten angeht, die Besten. Und zur Umsetzung an den Grundschulen ist Folgendes richtig. Nein, es ist nicht alles gut. Ich habe doch gesagt, wir wollen es noch besser machen. Aber wir haben gemacht, was wir versprochen haben. Und Sie hatten Sachen versprochen, die Sie nicht eingehalten haben, meine Damen und Herren von CDU und FDP. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Applaus 2014, 2015 wurden die Grundlagen für die Stellenberechnung bei der Inklusion neu geregelt. Seitdem werden alle Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung doppelt berücksichtigt. Und dies hat in der Grundschule zu einem Stellenzuwachs von 800 Stellen gegenüber der bisherigen Berechnung geführt. Vor 2010 waren die Stellen für die Grundschule auf 221 Stellen gedeckelt, egal wie hoch der Aufwuchs bei der Inklusion und dem gemeinsamen Lernen war. Und wir haben dafür gesorgt, dass das anwächst, gerade in den Grundschulen. Und die Entwicklung der Inklusion folgt dem Elternwillen und nichts anderem, Herr Laschet. Auch das sollten Sie sich einmal merken. Und die Grundschule stellt sich dem Auftrag des gemeinsamen Lernens bereits seit vielen Jahren mit großem Erfolg. Und dafür sage ich gerade den Grundschulen, aber auch allen anderen ausdrücklichen Dank, dass sie das mit diesem Erfolg und diesem Engagement tun. Und jetzt sagen Sie, es müssten überall Sonderpädagogen sein. Andererseits sagen Sie, wir sollen nicht alles überall machen. Deswegen haben wir ja zu Recht entschieden, dass wir schrittig vorgehen und dass nicht alle Schulen direkt Schulen des gemeinsamen Lernens sind, sondern nur 2/3 der Grundschulen. Also ist auch klar, dass wir uns anstrengen, dass in die 2/3 der Schulen auch die Sonderpädagogen vorrangig kommen. Das ist ein abgestimmter Prozess und der ist mit allen Beteiligten klar. Und deswegen ist es richtig, hier nicht mit der Gießkanne vorzugehen. Ein weiteres Thema, die Beschulung von Flüchtlingskindern. Auch hier sind die Grundschulen Vorreiter. Allein 2015, und immerhin wird das ja von niemandem bestritten, wurden den Grundschulen zusätzlich 570 Stellen Grundbedarf und 325 Stellen zur Sprachförderung zugewiesen. Mit dem Haushalt 2016 gibt es noch einmal zusätzliche Stellen für die Grundschulen. Und jetzt komme ich noch mal zum Ganztag. Die OGS, die offene Ganztagsgrundschule, ist nicht nur ein guter Ort für die ganztägige Bildung und Erziehung in der Schule. Sie sorgt für gelingende Integration durch Bildung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und unsere Regierung hat hier in Qualität und Quantität zusätzlich investiert. Wir stellen jetzt 305.000 Plätze zur Verfügung. Und das ist eine Steigerung um 75.000 Plätze seit 2010. Auch das ist ein enormer Zuwachs, meine Damen und Herren. Und die Zuschüsse wurden nicht, wie versprochen, um 14% angehoben, sondern wir haben es dynamisiert und haben inzwischen die Zuschüsse um 25% gesteigert, meine Damen und Herren, weil wir klar haben, dass wir hier anpassen müssen. Und das ist eine sehr, sehr gute Erfolgsbilanz.
Und was die Grundschulleitungen angeht, das ist schon ausgeführt worden. Wir haben im ersten Schritt gesagt, wir kümmern uns um die Leitungszeit, und davon haben die Grundschulen 449 Stellen bekommen. Das ist ein klares Signal, weil wir natürlich nicht zufrieden sein können, dass wir hier die Leitungen nicht besetzt haben. Aber da arbeiten natürlich auch die Schulaufsichten dran und unterstützen den Weg. Also, der Schuletat ist massiv gewachsen. Und deswegen ist es richtig, dass wir das hier klarstellen. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Ausbau und die Unterstützung fortsetzen. Ich möchte aber eine persönliche Anmerkung zum Begriff Stiefkind machen. Denn auch darin zeigt sich in Ihren Anträgen, wie unkritisch Sie mit der Umfrage des VBE umgegangen sind. Ich dachte, dass wir in der Familienpolitik inzwischen weiter wären und es egal ist, welche Eltern sich in welcher Form des Zusammenlebens um ihre Kinder kümmern. Ich kenne Eltern, die Kinder haben, die nicht leibliche Kinder sind und die sie trotzdem gut behandeln. Und so macht unsere Regierung das auch mit den Grundschulen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die CDU-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Kaiser. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Hendricks, ich nehme das ja gerne mal auf mit dem Wahlkampf. Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte, weil Sie das ja nicht glauben. Wenn wir im Moment mit Schulen sprechen, wenn wir in Schulen sind, wenn wir mit Verbänden sprechen, dann sagen die uns am Schluss immer, lass uns doch mal darüber reden, was nach Mai 2017 passiert. Weil so kann es nicht weitergehen. Wir wollen wissen, wie Ihr schulpolitisches Konzept aussieht. So viel zum Wahlkampf. Ansonsten zeigt ja die Umfrage des VBEs, wie das Stimmungsbild in den Schulen ist. Und das, was an Feedback gekommen ist, macht deutlich, dass es repräsentativ ist für die Schulen. Und wenn wir die Stimmung an den Schulen in Nordrhein-Westfalen, an den Grundschulen messen wollen, dann heißt das, die Stimmung an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen ist hundsmiserabel. Und, liebe Frau Löhrmann, das zeigt deutlich, rot-grüne Schulpolitik ist auf breiter Front gescheitert. Ich habe ja darauf gewartet, dass der Schulkonsens jetzt berufen wurde. Es ist ja immer so, der Schulkonsens wird insbesondere dann herbeizitiert, wenn es um Unangenehmes geht und wenn Fehlentwicklungen unter dem Schulkonsens zusammengefasst werden sollen. Aber das, was angeblich erfolgreich ist, das wird dann gerne alleine vereinnahmt. Nehmen wir das Beispiel die kleinen Grundschulen. Wir haben in den kleinen Grundschulen Standorte vereinbart, die gehalten werden können. Wir haben aber im Konsens nicht vereinbart das Missmanagement in Grundschulen. Das heißt, wenn die Vertretungsreserve, um das ganz deutlich zu sagen, Frau Löhrmann, wir haben nicht vereinbart, dass die Vertretungsreserve komplett im System aufgefressen wird und damit keine echte Vertretungsreserve mehr da ist. Das haben wir nicht vereinbart. Und, Frau Löhrmann, wir haben auch nicht vereinbart, dass Sie die Inklusion vor die Wand fahren. Wir haben es Ihnen gesagt. Wir haben Ihnen gesagt, als wir das 9. Schulrechtsänderungsgesetz verabschiedet haben, habe ich hier am Pult gesagt, Frau Löhrmann, wenn Sie es so machen, fahren Sie das Ding vor die Wand. Und das Schlimme ist, wir haben Recht behalten. Sie fahren die Inklusion in Nordrhein-Westfalen vor die Wand. Weil eines ja nicht geht, zu sagen, wir machen Inklusion ohne Qualitätskriterien. Wir machen Inklusion ohne ausreichende Mittel. Wir machen Inklusion ohne große Vorbereitung. Wir machen Inklusion ohne Förderschullehrern. Das kann nicht gut gehen. Und wir machen Inklusion schnell vor gründlich. Schnelligkeit vor Gründlichkeit kann kein erfolgreiches Reformrezept sein. Und deshalb ist das, was der VBE herausgefunden hat, an Informationen, muss uns doch alle sehr nachdenklich machen. Wenn an 40% der Schulen, also an fast jeder zweiten Schule, festgestellt wird, die Lehrerversorgung ist bei uns nicht ausreichend,
dann ist das ein Fakt, den man nicht mit dem Jonglieren, wie es Sigrid Bär gemacht hat, von Zahlen hin und her geht. Wir alle wissen, ich weiß, dass ich mit der Wahrheit im Moment, meine lieben Freunde von den Grünen, ich verstehe ja die Aufregung, weil ich lese ja die Umfragen auch. Deshalb verstehe ich auch die Aufregung bei der SPD. Aber es macht nur eins, ganz gelassen sich mal mit den Fakten befassen. Wenn also jede zweite Schule sagt, wenn an jeder zweiten Schule berichtet wird, es läuft nicht vernünftig, wenn 62% der Befragten sagen, wir haben faktisch keine Vertretungsreserve, dann wird ja daraus deutlich, es wird fehlgesteuert. Wenn zu große Klassen reformiert werden und wir wollen dann gleichzeitig Inklusion haben, dann weiß man, dass das nicht gut gehen kann, dass es zu dem führt, was der VBE nämlich beschreibt, die Zunahme der Krankenstände geht ins Unermessliche, weil die Lehrerinnen und Lehrer überfordert sind. Und das macht die Umfrage zutiefst deutlich, dass man sagt, wir sind gefrustet, wir machen gerne unseren Job, aber die Rahmenbedingungen sind so, dass wir ihn nicht mehr gut machen können. Wenn wir dann fragen, eins will ich noch einführen zu den ganzen Zahlen jonglieren. Jeder Journalist weiß, meine Damen und Herren von Rot-Grün, in dem System unserer Schulen sind 180.000 Köpfe beschäftigt. Und ob da 1.000 Stellen von da nach da geschichtet werden, hat das keinen systemischen Effekt. Und deshalb sind Sie auch entlarvt, dass Sie hier mit vielen Stellen, mit tausender Stellen immer um sich werfen. Man weiß, dass man das Gesamtsystem dadurch nicht nachhaltig verbessert. Und deshalb sind das alles Beruhigungspillen. Es zeigt, dass Sie das System nicht im Griff haben. Ich will einen Aspekt aufnehmen, der vom VBE vorgeschlagen worden ist. Nämlich die Vielzahl der Probleme, die negieren wir ja gar nicht. Es ist eine große Herausforderung, die Inklusion in Grundschulen unterzubringen. Es geht natürlich nicht, dass jede zweite Grundschule dafür keinen Förderpädagogen hat, aber gleichzeitig die Inklusion machen sollen und andere haben Glück, die haben einen Förderpädagogen. Dass das zu Unzufriedenheit führt, ist doch überhaupt keine Überraschung. Wir haben eine zweite Situation. Wenn wir die Situation haben, jetzt verabschiedet Rot-Grün das große Dienstrechtsänderungsgesetz. Das ist aber so klein, dass nicht mal eine Aussage zu den Perspektiven für die ungerechte Besoldung bei Grundschullehrerinnen und Lehrern angesprochen wird. Wir wissen um all die Probleme. Deshalb ist eins deutlich zu machen. Der Vorschlag von Udo Beckmann, dem Vorsitzenden des Verbandes für Bildung und Erziehung, nämlich wir brauchen einen Masterplan Grundschule, der ist durchaus bedenkenswert und ich halte ihn für beachtlich und auch für vernünftig. Ich selber, weil ja Frau Lörmann manchmal taktisch nicht ungeschickt ist, habe eigentlich damit gerechnet, dass sie heute mit einem solchen Vorschlag gekommen wäre. Ist sie leider nicht. Aber ich als Opposition rege an, lasst uns über einen Masterplan Grundschule ernsthaft nachdenken. Das ist es wert. Und die Zahl der Probleme ist so großartig und groß. So eine große Zahl an Problemen, dass wir daran müssen. Es geht nicht mit Einzelmaßnahmen. Mit den Einzelmaßnahmen sind Sie gescheitert. Deshalb ist die Bilanz Ihrer Politik nie zuvor sind so viele Kinder zurückgelassen worden wie unter Rot-Grün. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kaiser. Für die FDP-Fraktion spricht der Abgeordnete Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe nur 5 Minuten, das ist nicht viel. Und trotzdem hätte ich gerne etwas Redezeit an Frau Kollegin Hendricks abgetreten. Denn die Orientierungs- und Konzeptlosigkeit der rot-grünen Koalition in dieser Frage kann ich nicht besser deutlich machen, als sie es getan hat. Und um eins auch ganz klar zu machen, niemand hier seitens der Opposition behauptet, die Situation an allen Grundschulen in Nordrhein-Westfalen sei katastrophal. Wie das hier gesagt, das behauptet niemand. Das aber, verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen,
dass die Grundschulen noch nicht unter der Last rot-grüner Politik zusammengebrochen sind, das liegt am Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, auf deren Rücken Sie Ihre ideologischen Projekte vorantreiben. Und wenn dann hier eine Umfrage vorgestellt wird mit repräsentativem Charakter, dann wird die von Ihnen herabgewürdigt als ein Beitrag zum Personalratswahlkampf. Was ist das für eine Respektlosigkeit gegenüber der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst? Was für eine Herabwürdigung! Ich muss ehrlich sagen, bei all der Fantasie, die ich habe, ich habe mir niemals vorstellen können, dass die FDP mal die Gewerkschaften vor der SPD schützen muss. Das ist eine neue Qualität. Aber jetzt will ich doch mal fragen, insbesondere auch Frau Löhrmann und Frau Beer, bekommen Sie denn nicht die Zuschriften? Bekommen Sie denn nicht die Resolutionen aus den Personalräten vor Ort? Nehmen Sie die nicht zur Kenntnis, die Kritik, die da geäußert wird? Wenn ich Sie beide hier eben gehört habe, nach 6 Jahren grüner Verantwortung für die Schulen in Nordrhein-Westfalen, da sagen Sie, alle Versprechen sind erfüllt, wir sind auf einem guten Weg und in unserem Posteingang stapelt sich die Kritik von den Praktikern vor Ort. Das zeigt eins, die Grünen haben sich vollständig abgekoppelt von der Realität in unseren Schulen. Vollständig eine eigene Welt geworden. Frau Ministerin Löhrmann, Sie haben hier gesagt, naja, man habe massiv investiert in die Grundschulen. Sie haben das mit langen Zahlenreihen begründet. Das ist möglicherweise ja auch richtig. Nur, Entschuldigung, Frau Beer, Sie applaudieren sich selbst da. Frau Beer, die Ausstattung der Grundschulen muss sich nach ihren Aufgaben richten. Sie versuchen aber, uns den Eindruck zu erwecken, dass sich die Aufgaben nach der Ausstattung richten. Und genau so rum ist es eben nicht. Sie haben die Rahmenbedingungen nicht verbessert. Sie haben auf der einen Seite investiert. Sie haben auf der anderen Seite aber auch das Anforderungsprofil an die Grundschulen massiv erhöht und sie alleine gelassen mit neuen Aufgaben wie der Inklusion. Und deshalb haben wir die Drucksituation. Wir haben von den 3.000 Grundschulen haben 1.000 nicht einen Sonderpädagogen zur Bewältigung der Aufgabe Inklusion. Die haben Sie alleine gelassen damit. Sie haben die Förderschulen, diese einzigartige pädagogische Ressource, um die wir Europa weltweit beneidet werden, die haben Sie abmoderiert. Und auf der anderen Seite lassen Sie die Grundschulen im Stich, wenn Sie einen Rechtsanspruch auf Inklusion umsetzen wollen. Dann haben wir die Situation der Flüchtlinge. Kann niemand voraussehen. Aber ein System, das auf Kante genäht ist, ist eben auch nicht in der Lage, jetzt flexibel auch auf diese Herausforderung zu antworten. Bei der Lehrerversorgung haben Sie nicht nur keine Transparenz. Frau Löhrmann, Sie selbst wissen doch, dass es Löcher im System gibt. Wir haben die Sozialindexierung von Lehrerstellen. Das heißt, anders in Alltagssprache übersetzt, die Schulen mit besonderem Förderbedarf erhalten normalerweise mehr Stellen. Das wäre auch ein gutes Konzept, niemanden, kein Kind zurückzulassen. Was machen aber Sie, Frau Löhrmann? Sie haben aus dem Stellenpool zur Förderung von Schulen mit besonderen Herausforderungen 84 rausgenommen, um im Grundbedarf Lücken zu stopfen. Das zeigt, die Prioritäten stimmen bei Ihnen eben nicht. Ihr Reden und Ihr Handeln passt nicht zusammen. Ich komme zum Schluss. Es ist ja nicht nur so, dass die Schulen führungslos sind, dass 308 Leitungsstellen unbesetzt sind, 583 Stellen für stellvertretende Leiter. Das ist ja nicht nur ein Defizit, das in den Schulen jetzt nicht aus einer Hand geführt werden kann, sondern das ist doch gleichzeitig auch ein Symptom. Warum sind denn immer weniger Lehrerinnen und Lehrer bereit, im Grundschulbereich in Leitungsfunktionen zu gehen, weil die sich von ihnen alleine gelassen fühlen vor Ort. Die wollen nicht auf verlorenen Posten kämpfen. Das ist der Grund. Im aktuellen Bildungsmonitor
Für das Jahr 2015 rangiert Nordrhein-Westfalen im Bereich der Grundschulen bei der Ausstattung, bei der Ausgabenpriorität auf Platz 16 von 16. 6 Jahre grüne Schulpolitik und der wichtigste Bereich unserer Schulen, nämlich die Grundschulen, die auf das spätere Leben vorbereiten sollen, auf den weiteren Schulweg. Nach 6 Jahren sind wir abgeschlagen, auch dort auf dem letzten Platz. Wir wissen nun eins: In Nordrhein-Westfalen gibt es nicht nur null Wachstum, sondern leider zu oft auch null Chancen wegen ihrer falschen grünen Politik. Vielen Dank, Herr Kollege Lindner. Für die Fraktion Die Grünen spricht noch einmal die Frau Kollegin Beer. Dankeschön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist mir ein Vergnügen, an dieser Stelle jetzt zu reden. Wir haben gerade den neuen Arbeiterführer von Nordrhein-Westfalen erlebt, Christian Lindner, die FDP, die die Personalräte geschliffen hat zwischen 2005 und 2010. Das ist wirklich auch noch mal die Chamäleon. Und das wollen Sie jetzt auch wieder machen. Dankeschön. Also, und das gehört auch wieder zum Programm der FDP. Herr Lindner hat das gerade gesagt. Und dann wollen wir das auch so festhalten. Und sich dann hier aufzuschwingen und diese Nummer zu machen, ich finde, Chamäleon nicht nur gestern, auch heute. Neue FDP gibt es nicht. Es ist die alte FDP, wie auch immer sie lackiert sind. Das ist ganz klar. Dann auf der anderen Seite, ich habe jetzt mal eine Frage an Herrn Laschet, weil er ja sagt, seine Chancen seien so groß. Herr Laschet, ist das so? War das jetzt eigentlich so gemeint in der Abfolge? Ist Herr Beckmann, gehört ja schon zu Ihrem Schattenkabinett? Weil da müssten Sie sich auch mal damit auseinandersetzen. Ich habe das mal zusammengestellt und Herr Beckmann da oben kann dann im Kopf mal vielleicht aufsummieren, was in den letzten Tagen uns auf den Schreibtisch geflattert ist. In der Tat. Und die Rückmeldung aus den Schulen nehmen wir sehr ernst. Und ich bin viel in Schulen. Aber ich will das mal aufsummieren. Ich habe Ihnen eben dargelegt, was wir dann miteinander hier rot-grün investiert haben. Was aber zusätzlich an Forderungen gekommen ist, sofort umzusetzen und auf den Weg zu bringen. Das ist zum Beispiel die Höhergruppierung der Grundschullehrkräfte. Ich würde das mal so mit 450 Millionen Euro beziffern. Dann natürlich die angestellten Lehrkräfte. Da kommt doch ordentlich was obendrauf. Ich sage jetzt nicht zu den Notwendigkeiten, ich habe eben die Unwuchten benannt. Dann 7.000 zusätzliche Lehrkräfte für Inklusion. Macht roundabout 460 Millionen Euro. Dann kam jetzt sicherlich auch noch der Brief, Sie werden das dann alles darstellen in Ihrem Wahlprogramm, wie man das dann macht. Je Sozialpädagoge, ein Sozialpädagogen, eine Sozialpädagogin pro Schulstandort. Ich habe jetzt mal ganz knapp gerechnet, so mit 300 Millionen Euro. Und dazu noch eine halbe Stelle Schulverwaltungsassistenz, möglichst auch flächendeckend, wäre ich vielleicht bei 150 Millionen Euro. Das wären jetzt nur für den Personalbereich roundabout 1,4 Milliarden Euro, das, was uns an Forderungen in der letzten Zeit immer wieder auf den Tisch geflattert ist. Und dazu kommt noch eine wenig differenzierende Anforderung, was die digitale Ausstattung angeht. Schulträgeraufgaben, die auch beim Land mit adressiert werden. Ich würde jetzt mal sagen, ein Tablet für alle Schülerinnen und Schüler, wenn ich einen günstigen Einkauf ansetze, 80 Euro, 2,5 Millionen Schülerinnen, wären wir so noch mal bei 230 Millionen. Und dann kommen noch Beamer dazu, Tafeln und so weiter. Ich habe Ihnen eben gesagt, wir setzen die Kommunen wieder in Stand, dass sie ihre Schulträgeraufgaben auch wahrnehmen können. Das haben wir mit den GfG-Mitteln, mit dem Stärkungspakt gemacht. Das sind diese Aufgaben. Wenn Sie einen solchen Katalog uns vorstellen, dann ist das unseriös. Und selbst Herr Beckmann sagt doch gegenüber der Presse, diesen Personalbestand gibt es gar nicht auf dem Markt. Was soll das also? Und Herr Laschet, ich habe Ihnen eben entre nous in der ersten Reihe auch schon mal gesagt, wenn wir nicht sofort nach 2010 die Beschränkung bei den Lehramtsanstellungen
Staatsanwärterin aufgehoben hätten, dann könnten wir gar nicht einstellen, weil es diese Lehrer und Lehrerinnen in Nordrhein-Westfalen gar nicht gäbe in entsprechender Zahl. Das haben wir aber auf den Weg gebracht. Die Fehlsteuerung, die Sie angelegt haben, haben wir aufgehoben. Und deswegen sind es nicht nur die Stellen, Herr Laschet. Ja, das ist auch die Ernte dieser Entscheidung, dass wir heute die Stellen besetzen können, die wir dann auch ausbringen. Und das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Wir haben das getan, was wir versprochen haben. Und wir haben umgesteuert im System vom ersten Tag der Regierungsübernahme an. Und Herr Laschet, wenn wir gerade dabei sind, und auch Herr Lindner hat das ja auch noch mal versucht, in dieser Melodie anzulegen. Sie haben im Westfalenblatt gesagt, aber alle Förderschulen zu schließen und die Kinder irgendwie ins Schulsystem zu stecken, das ist doch unseriös. Das ist zutiefst unseriös, weil hier die Förderschulen im Land nicht geschlossen werden. Das sage ich Ihnen noch mal hier. Wir haben längst eine Entwicklung gehabt. Herr Präsident, ich würde gerne meine eigenen Worte noch verstehen, liebe Kollegen und Kolleginnen. Wir haben längst, und das ist belegt, vor 2010 gerade bei den Förderschulen Lernen eine Entwicklung gehabt der abnehmenden Schülerzahlen. Sehr deutlich. Gucken Sie mal in den Bericht des Landesrechnungshofs hinein. Das belegt das. Und Herr Lindner, die Frage der Chancen an Förderschulen Lernen. Schauen Sie da mal in die wissenschaftlichen Berichte, was damit zu tun hat. Als Schule der Armen, als Schule der Migrantinnen. Das ist genau der Punkt, warum Eltern sich für diese Schule auch nicht mehr entscheiden. Und das ist richtig so. Und deswegen geben wir Ihnen auch das Recht, eine Schule im gemeinsamen Lernen aufzusuchen für Ihre Kinder. Und nur noch ein letztes Wort. Sie können nicht auf der einen Seite fordern, wir sollen mehr Schwerpunktschulen machen, das machen wir gerade im Grundschulbereich, um die Ressourcen zu bündeln und dann hier zu sagen, aber an 1000 Schulen findet ja sonderpädagogische Förderung gar nicht statt. Wissen Sie, also sowas geht einfach nicht zusammen, ist intellektuell auch nicht redlich. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Beer. Für die Fraktion der Piraten spricht jetzt die Frau Kollegin Pieper. Herr Präsident, meine Damen und Herren, viele Grundschullehrer haben die Debatte heute mit Spannung erwartet. Ich weiß, dass viele heute Nachmittag das noch mal nachschauen werden. Und ich möchte Sie bitten, mal gerade zu überlegen, was heute Nachmittag bei diesen Kolleginnen und Kollegen vor Ort ankommt. Ich finde das erschreckend, weil wir haben über alles Mögliche geredet, ganz wenig aber über die Probleme, ganz konkreten Probleme in den Grundschulen und über mögliche Lösungen. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich habe hier einiges aufgeschrieben, nochmal wirklich zu den Ergebnissen der Umfrage. Muss aber jetzt tatsächlich auch Dinge sagen in diesem Zusammenhang, was einige hier vorgetragen haben. Was ich wirklich auch, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Frau Hendricks, das war nicht gerade Ihre Sternstunde hier gerade. Sie reden von Landtagswahlkampf und Personalratswahlen beim VBE. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer vor 4 Wochen sich hier hinstellt und sagt, wir dürfen hier überhaupt nicht in diesem Landtag reden, weil ein einziger Verband sagt, wir möchten aber nicht, dass da hier drüber diskutiert wird. Ja, geht jetzt her und sagt einem anderen Verband, sie wollten hier nur Wahlkampf machen und sie wollten nur ihre eigenen Interessen durchsetzen. Meine Damen und Herren, das passt doch vorne und hinten nicht. So. Dann haben wir ganz, ganz viel hier über Zahlen gesprochen. Frau Hendricks, das ist richtig. Aber es hilft den Leuten vor Ort doch nicht, wenn die Situation so ist, wie sie ist. Wir können über Prozente sprechen, wir können über Millionen sprechen, aber es geht doch tatsächlich darum, jetzt nach Lösungen zu gucken, wie können wir den Kollegen vor Ort helfen. Herr Laschet spricht hier über Wirtschaftspolitik, über das Programm Kein Kind zurücklassen. Was ich von Ihnen nicht gehört habe, Herr Laschet, ist ein einziger konkreter Vorschlag. Der kam dann Gott sei Dank von Herrn Kaiser. Über einen Masterplan sollten wir reden. Jetzt über einen Masterplan.
Ich finde das prinzipiell eine gute Idee. Aber Pläne machen, Herr Kaiser, nutzt uns auch nichts. Wir müssen auch überlegen, wie setzen wir jetzt bestimmte Dinge um. So, zu Frau Gebauer. Die Kritik ist berechtigt, aber in jedem zweiten Antrag steht, wir sollen erstmal evaluieren und Dinge erfassen und auch Unterrichtsausfall erfassen und alle möglichen Dinge in Statistiken aufzubereiten. Auch das löst die Situation vor Ort nicht. Und Herr Lindner sagt, Stellen schaffen keinen Unterricht. Das ist richtig. Da geht es tatsächlich auch darum, dass sich die Belastung an den Schulen erhöht hat. Und da muss ich noch mal was zu Frau Lörmann sagen. Frau Lörmann, Sie sagen, durch die Doppelberechnung in der Inklusion, diese 800 Stellen, das ist auch kein nice to have. Die Belastungen sind so gestiegen, dass wir sie dringend brauchen. Das ist kein Zusatz, den wir hier haben. Und sagen, wir hätten jetzt Glück gehabt, die Grundschulen. Das ist ganz, ganz bitter notwendig. So, dann will ich aber jetzt doch noch das sagen, was wirklich der VBE herausgefunden hat. Und das Erste, was ich dazu sagen will, ja, gute Bildung ist nicht billig, aber wir müssen sie bezahlen. Und die Situation, die wir jetzt vorfinden, das ist, wenn wir nichts tun, und zwar nicht jetzt was unternehmen, dann ist das nur der Anfang. Guckt man sich mal an, wie die Altersverteilung in den Grundschulen ist, dann kriegen wir in den nächsten Jahren ein riesengroßes Problem, weil wir eine Alterskohorte haben, die in den nächsten Jahren in Pension geht. Und wenn wir den Lehrerberuf nicht attraktiver gestalten, vor allem im Grundschulbereich, dann sind die Probleme, die wir jetzt haben, sind so groß. Die werden so groß, wenn wir jetzt nicht hergehen und dafür sorgen, dass der Lehrerberuf, besonders in der Grundschule, tatsächlich auch attraktiv ist und dass Leute den wählen. Und dazu gehört zum einen, dass wir genügend Schulleiter finden, dass wir die Leitungszeit weiter erhöhen. Dazu gehört aber auch die Anrechnungsstunden, die in den Schulen, in den Grundschulen viel zu gering sind. Das haben Sie auch gerade angesprochen. Und die müsste man zumindest an die Sekundarstufe 1 angleichen, damit diese zusätzlichen Aufgaben, die hier mehrfach angesprochen sind, wie Sozialarbeit, psychologische Arbeit, Beratung, Zusammenarbeit mit Jugendämtern, das alles machen Grundschulkollegen im Moment in ihrer Freizeit. Und wenn wir da nichts ändern, werden wir die jungen Leute nicht davon überzeugen werden, dass sie Lehrer werden. Das wird uns nicht gelingen. Dann möchte ich noch was zum Thema Vertretungsreserve sagen. Da muss man auch einfach mal sagen, wie die Situation vor Ort ist. Ja, es gibt die Vertretungslehrer, aber wenn man mal mit den Personalräten vor Ort spricht, die Vertretungslehrer, die sind alle eingebunden in Langzeitvertretungen. Und wenn eine Schule jetzt einen kurzfristigen Unterrichtsausfall hat, die werden schon aus Solidarität nicht nach der Kollegin fragen, weil sie wissen, wenn wir die jetzt anfordern, dann ist die an der anderen Schule nämlich weg. Und das ist das, was mir die Personalräte erzählen. Und insofern reicht die Vertretungsreserve da auch nicht aus. Ach, ich weiß, meine Redezeit ist zu Ende. Ein letztes Wort noch. Ich glaube einfach, dass die Landesregierung, aber ich glaube nicht nur die Landesregierung, wir alle zusammen hier in der Politik, wir sollten uns schwer überlegen, wie wir mit den Kollegen vor Ort umgehen. Und ich glaube, das Stichwort, das wir uns alle mal durch den Kopf gehen lassen sollten, ist Fürsorgepflicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Frau Kollegin Hendricks. Sehr geehrte Frau Pieper, sehr geehrte Damen und Herren, aber sehr geehrte Frau Pieper, liebe Monika, ich bin dir eigentlich sehr dankbar dafür, dass du heute Morgen in diese Debatte auch eine deutliche Sachlichkeit hineingebracht hast. Bei allen Fragen, die sozusagen ja durchaus an etlichen Stellen auch berechtigt sind. Aber die Sachlichkeit kam heute von den Piraten und nicht von FDP und CDU und nicht zum CDU. Herr Lindner, Sie haben mir freundlicherweise angeboten, dass Sie mehr Redezeit abtreten wollen. Das ist angesichts der Tatsache, dass Sie mir gerade eben Redezeit in einem erheblichen Umfang geklaut haben durch etwas flegelhaftes Verhalten. Aber Herr Lindner, dass Sie sich dann hier hinstellen und erklären,
dass wir als SPD sozusagen nicht den richtigen Blick auf die Personalräte und auf die Personalversammlung haben, das ist einfach falsch. Wir haben das Landesvertretungsgesetz der Personalräte deutlich verbessert, nachdem Sie es geschleift haben. Sie haben doch in Ihrer Regierungszeit die Landespersonalvertretung deutlich reduziert. So, und das, was Sie hier heute Morgen gemacht haben, Herr Lindner, ist schlicht und einfach Realsatire. Sie stellen sich auf der anderen Seite hin und erklären, die Bildungspolitik gehört nicht in die Hände der Länder, sondern Sie würden sie am besten gleich mit in die Bildungspolitik nach Berlin nehmen. Wie wollen Sie denn eigentlich in Berlin sozusagen noch eine Steuerung für die Länder sicherstellen, wenn Sie schon beklagen, dass wir ja angeblich in Nordrhein-Westfalen die Steuerung nicht hinbekommen, was natürlich relativer Unsinn ist. Dann haben Sie, Herr Lindner, in der Frage der Rahmenbedingungen völlig vergessen, mal darauf hinzuweisen, dass ja Ihre Bildungspolitiker wahrscheinlich durchaus können, dass in der Tat die Rahmenbedingungen für die Grundschule verbessert worden sind. Und ich sage auch noch mal, auch für die Inklusion um 800 Stellen. Dass die Frage der Verteilung von Stellen in Nordrhein-Westfalen teilweise zu Ungerechtigkeiten derzeit führt, das wissen wir auch. Wir haben regionale Unterschiede, das habe ich heute Morgen auch schon gesagt. Und es kann auch zu Situationen kommen, dass über den Einsatz von Lehrern, die bisher in Vertretungsunterricht gewesen sind und nun eine Festanstellung bekommen, was wir ja alle wollen, dann am Ende sozusagen auch Unterricht ausfällt, weil wir die entsprechenden Lehrer nicht mehr haben. Aber dazu haben wir in der Zwischenzeit auch Möglichkeiten geschaffen, pensionierte Lehrer einzustellen oder auch auf andere Kräfte zurückzugreifen. Und auch dieses Instrument müssen die Grundschulen spielen und auch selbstverantwortlich damit umgehen, um dann sozusagen auch eine Vertretung vor Ort hier sicherstellen zu können. Meine Damen und Herren, uns ist es wichtig, dass wir Fehlentwicklungen genau beobachten. Und deshalb werden wir uns auch über die Untersuchung, die der VBE gemacht hat, mit dem VBE austauschen. Wir haben bereits um einen Gesprächstermin mit dem VBE gebeten, weil es nämlich auch in dieser Untersuchung Dinge gibt, die wir so ganz gerne auch nochmal hinterfragen möchten. Dazu gehört zum Beispiel die Frage des Förderunterrichtes. Wir können zurzeit nicht einschätzen, wie die Frage gemeint ist, wie sie tatsächlich beantwortet worden ist. Und dazu gehört auch die Frage der Zugriff auf den Pool. Auch dieses ist aus der Umfrage für uns nicht ersichtlich, welche Probleme sich denn tatsächlich dahinter verbergen. Das müssten wir nachfragen. Heute Morgen ist schon angesagt worden, dass es natürlich auch darum geht, wie die Frage der Lehrerbesoldung aussieht und wie die Frage der Schulleiterbesoldung aussieht. Wir haben das nach den großen Aufwendungen, die wir in dieser Legislaturperiode für den Bildungsbereich gemacht haben, nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt. Aber wir wissen, dass wir an dieser Stelle weiterarbeiten müssen. Und das haben wir auch immer wieder auch in den Ausschüssen gesagt und darauf hingewiesen, dass wir auch das Gutachten, was aus dem Arbeitskreis im Ministerium entstanden ist, für die Frage der Besoldung von Schulleitern und Schulleiterinnen ernsthaft diskutieren und uns überlegen, wie wir damit umgehen, weil wir da was tun müssen. Die Grundschulen sind, meine Damen und Herren, für die Landesregierung und auch für uns als rot-grüne Fraktion eben keine Stiefkinder. Wir haben deutlich Rahmenverbesserungen vorgenommen für die Grundschulen. Wir haben mehr Stellen in der Grundschule, als Sie sie jemals gehabt haben in Ihrer Regierungszeit. Und ich finde es schon ein bisschen bemerkenswert, Herr Laschet, dass Sie, nachdem Sie mit dem Kiebitz in Nordrhein-Westfalen die Ungleichheit der Kinder geradezu forciert haben, indem Sie nämlich sozusagen die unterschiedlichen Elternbeiträge nach unterschiedlicher Leistungsfähigkeit der Kommune sozusagen festgeschrieben haben, sich jetzt darüber austauschen, dass sozusagen, ja, Herr Laschet, Sie haben hier einen Kardinalfehler begangen, den wir auch so ohne weiteres nicht zurückholen können. Das ist zwar eine unverantwortliche Gesetzesänderung, die Sie in Nordrhein-Westfalen mit dem Kiebitz vorgenommen haben. Meine Damen und Herren, Bildungspolitik war lange Jahre, da können wir uns gerne drüber austauschen, Herr Laschet. So, Bildungspolitik braucht Kontinuität, Bildungspolitik braucht Ruhe und braucht Sachlichkeit. Ich würde mir wünschen, dass diese Sachlichkeit im Ausschuss hergestellt wird und wir uns auch mit den Fragen, die sich aus dem VBE denn tatsächlich ergeben, nämlich zum Beispiel auch, wieso gelingt es einigen Bezirksregierungen besser, Schulleiterstellen zu besetzen als anderen, auch diese sind Fragen, mit denen wir uns werden beschäftigen müssen, uns dazu auszutauschen und dann tatsächlich auch Lösungen zu finden, die den Schulen helfen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Hinrichs. Für die Landesregierung spricht noch einmal Frau Ministerin Löhrmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, eine eifrige, eine in Teilen hitzige Diskussion.
das ist die Arbeit der Grundschulen auch wert, dass wir darum ringen. Und ich habe aber schon den Anspruch an Opposition, dass die, die einen Missstand beklagen, sich auch fragen, was genau haben Sie möglicherweise dazu beigetragen, dass er existiert? Oder aber was schlagen Sie jetzt konkret vor oder haben in Haushaltsanträgen konkret vorgetragen, um diesen Missstand zu beheben? Das finde ich in sich schlüssiges Handeln. Und dann möchte ich auf den Kernpunkt noch mal kommen. Das ist aus meiner Sicht die Antwort auf die demografische Entwicklung gewesen. Das Grundschulkonzept, was SPD, CDU und Grüne ausgehandelt haben. Und ich rede immer und überall über den Schulkonsens, Herr Kaiser, anders als Sie und als Herr Laschet. Ist ja auch schade, dass er ihn nicht mit uns ausgehandelt hat. Dann wäre es vielleicht etwas einfacher, sich darüber zu verständigen, dass wir dabei, es scheint Sie nicht zu interessieren, Herr Lindner, es scheint Sie nicht zu interessieren, sonst würden Sie mir zuhören. Ich hätte die Bitte, dass die Redezeit vielleicht angehalten wird. Zwischenfragen, Herr Laschet, würde ich ja zulassen, aber in der Aktuellen Stunde gibt es ja keine. Ja, wissen Sie auch. So. In diesem Grundschulkonzept haben wir die Parameter, die gesetzlich geregelt werden sollen, festgelegt und gemeinsam verabschiedet, und wir haben sie auf Punkt und Komma umgesetzt. Frage an die CDU: Wollen Sie an diesen Parametern ganz konkret etwas ändern, und welche Haushaltsanträge wollen Sie denn dazu stellen? Das wäre konkret. Und dann können Sie das ja gleich bei der Haushaltsdebatte tun und sagen, wie viel Sie drauflegen wollen oder wo Sie es abziehen wollen. Das wäre in sich schlüssiges Oppositionshandeln. Das haben Sie aber nicht getan, sondern Sie beklagen es nur. Der zweite Punkt. Wir haben es auf Punkt und Komma umgesetzt, 1.700 Stellen zusätzlich. Und in diesem Konzept, lieber Herr Lindner, ist auch vorgesehen, dass die Kommunen, denen wir ja alle mehr Freiheit geben wollen, steuern können nach sozialen Parametern. Machen Sie da im sozialen Brennpunkt die Klasse vielleicht kleiner und machen Sie dort an anderer Stelle die Klasse vielleicht etwas größer, weil es ein sozialpolitisches Steuerungselement in diesem Konzept hat. Das war unumstritten. Ich finde das immer noch richtig. Sagen Sie es, wenn Sie es anders machen wollen. Das wären dann Ansätze von einem Masterplan. Bisher hat niemand das konkret kritisiert, und wir hätten es gern konkret. Zweiter Punkt. Wer heute beklagt, dass bestimmte Lehrerinnen und Lehrer nicht da sind, da kann man auf 6 Jahre Regierungszeit verweisen, natürlich. Aber, lieber Herr Lindner, als ich mein Amt angetreten habe, war eine der ersten Maßnahmen die Kürzung der Referendarstellen von 6.500 auf 9.000 wieder anzuheben. Das war eine unserer ersten Maßnahmen. Und wie viele Lehrer würden denn fehlen, wenn wir das nicht gemacht hätten? Ja, diese würden jetzt fehlen. Ja, Sie lenken ab, weil Sie genau wissen, dass wir Sie erwischt haben, wenn es konkret wird, lieber Herr Lindner. Das wissen Sie nämlich ganz genau. So, und wer beklagt, dass es nicht genug Sonderpädagogen gibt, der sollte bejubeln nach wie vor, dass wir 2.300 Stellen im Etat von Ministerin Schulze erstmal zusätzlich verankert haben, weil die Hochschulen in ihrer Freiheit das nämlich nicht mehr automatisch gemacht haben, meine Damen und Herren. Dann wird Politik ganz konkret, und dann muss es in sich schlüssig sein. Und ein Letztes will ich sagen zum Thema Unterrichtsausfall. Erstens, wir sind in einem sehr konstruktiven Prozess, was das Design der Erhebung angeht, die Taktung, weil wir auch im Blick haben, dass wir den Schulen nicht so viel zusätzliche Arbeit aufhalsen wollen und sie uns nicht Bürokratie vorwerfen. Das ist auch ein Grund, meine Damen und Herren, warum wir in einem konstruktiven Prozess mit allen Beteiligten sind. Und wir haben, jetzt wird wieder abgelenkt, und wir haben alle Ressourcen, trotz zurückgehender Schülerzahlen, auch im Bereich des Vertretungsunterrichts im System gelassen, nämlich
Genau. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas Ruhe. Ich habe da immer Spaß dran. Wir haben weiterhin 4.000 Stellen gegen Unterrichtsausfall und für individuelle Förderung. Wir haben den Grundschulpool, 900 Stellen. Und wir haben über 50 Millionen flexible Mittel. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich eine kleine Anfrage von Herrn Siebeke, war das, glaube ich, beantwortet habe. Wie sind denn die Mittel für den Flexunterricht abgeflossen im letzten Jahr? Und wir haben festgestellt, sie sind zu 100% verausgabt worden. Das heißt, diese Mittel werden auch genutzt, meine Damen und Herren. Wenn Sie uns die Fragen stellen, wenn wir Ihnen die Antworten liefern, dann nehmen Sie bitte diese Zahlen auch zur Kenntnis und machen Sie keine Zahlenpickerei. Das findet nämlich hier heute statt und wird der Arbeit der Grundschulen, aber auch der Investitionen der Landesregierung in den Bereich der Grundschulen nicht gerecht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Laschet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur Frau, Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Präsident. Ich habe das gegendert rein, aber das war mit Sternchen gesprochen. Ich will nur zwei Bemerkungen noch mal zu der Argumentation der Regierungsfraktion in dieser Debatte machen. Frau Löhrmann stellt sich hier hin und sagt, ich erwarte jetzt von der Opposition, dass sie uns sagt, wie wir das richtig machen. Ja, das machen wir. Aber, Frau Löhrmann, wir sind... Ich denke, es soll hier Frieden sein. Da muss man immer ruhig sein, wenn einer redet. Das wird immer nur angemahnt. Das wird immer nur angewarnt, wenn man mal einen Zwischenruf bei einem Sozialdemokraten macht. Weil wenn ich rede, dann ist hier immer Freude und Ähnliches im Saal. Also, erstens, nur mal jetzt wirklich zur Klarstellung am Ende dieser Debatte. Frau Löhrmann, Sie haben den Schulkonsens angesprochen. Der Schulkonsens ist eine gute Sache, weil er 40 Jahre Debatten über Schulstruktur und Ähnliches beendet hat. Und dazu steht die CDU-Fraktion in vollem Umfang. Aber Schulkonsens heißt nicht, dass wir nicht weiter streiten und den Finger in die Wunde legen, wenn es um Qualität in den Schulen geht. Das ist nicht abgedeckt. Und der Schulkonsens, Klaus Kaiser hat das eben beschrieben, der Schulkonsens hat nicht gesagt, Inklusion wird in der Form mit der Brechstange gemacht, wie das Rot-Grün hier gemacht hat. Er hat sie sogar gewarnt, an diesem Pult gewarnt und gesagt, wenn Sie es so machen, geht es schief. Und heute sind zufrieden, unzufrieden. Kinder von Eltern mit einem Handicap, weil sie sagen, die Förderung ist heute schlechter als vorher. Heute sind unzufrieden die Kinder selbst, die das beklagen. Heute sind unzufrieden die Sozialpädagogen, weil sie sagen, wir haben das 5 Jahre studiert und jetzt werden wir nicht eingesetzt. Heute sind unzufrieden die Lehrer, die sagen, wir waren darauf gar nicht vorbereitet. 3.700 Unterschriften wollten ihnen Gesamtschullehrer aus der Aachener Region, aus Heinsberg, aus Düren übergeben. Sie empfangen die nicht mal und reden nicht mit denen. Gehen Sie doch mal in Gesamtschulen. Beim letzten Jahr in der Gesamtschule in Köln-Hohlweide. Da gehen Sie in ein Kollegium, wo die Lehrer sagen, unsere Bedingungen sind heute schlechter als 2010. Und gerade die Schulen haben sich immer um diese Frage bemüht und fühlen sich heute alleine gelassen. So ist die Lage. Und was machen Sie dann? Sie sagen, es ist alles Wahlkampf, Personalratswahl. Sie müssen schlicht und einfach die Lehrerinnen und Lehrer, die Experten ernst nehmen, ihnen zuhören. Dann können Sie auch was verbessern. Und das ist beim zweiten Punkt das Gleiche. Sie sagen im Jahre 2016, nach 6 Jahren Regierungszeit, ein Teil arbeitet sich immer noch am Staatssekretär Wienerns ab. Mein Gott, der Mann ist seit 6 Jahren nicht mehr im Amt. Sie stellen seit 6 Jahren die Regierung.
Kommen Sie doch mal in der Wirklichkeit an. Und dann sagt Frau Löhrmann, ja, beim Unterrichtsausfall sind wir jetzt in einem konstruktiven Prozess. In einem Erstmal haben Sie die Statistik abgeschafft und dachten, damit kann man Unterrichtsausfall bekämpfen. Dann haben Sie eine ganz komische Stichprobengeschichte begonnen, wo Ihnen alle sagen, das kann nicht stimmen. Und jetzt sagen Sie im Zeitalter der Digitalisierung allen Ernstes, wir wollen die Schulen nicht mit zusätzlicher Arbeit belasten. Sie können heute mit einem Klick am Morgen das eingeben und hätten damit ein objektives Kriterium. Frau Ministerpräsidentin war ja in Estland. Dann lernen Sie doch mal bei den Dingen, die unserem Land helfen. Es gibt das Softwareprogramm, es gibt die Bereitschaft der Lehrer, daran mitzuwirken. Nur Sie wollen es nicht, weil es offenlegen würde, wie Sie strukturell Unterrichtsausfall in Nordrhein-Westfalen haben. Und deshalb, wenn solche Umfragen kommen, wenn Lehrerinnen sich äußern, wenn Lehrer sich äußern, wenn Sonderpädagogen sich äußern, wenn Sozialpädagogen sich äußern, dann erschlagen Sie die nicht mit Ihrer Statistik, sondern tun Sie etwas, denn die Bilanz ist, heute werden mehr Kinder zurückgelassen als im Jahre 2010, und das ist schlecht. Vielen Dank, Herr Kollege Laschet. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerpräsidentin Kraft. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt dieser Debatte nicht ganz von Anfang an folgen können. Bitte um Entschuldigung, weil ich noch in Essen auf einer Pressekonferenz war. Aber ich habe wesentliche Teile dieser Debatte mitverfolgt. Und ich würde gerne noch mal Folgendes festhalten. Erstens, ich freue mich darüber, Herr Kollege Laschet, dass Sie zum Schulkonsens stehen. Ich glaube nachhaltig, dass es richtig war, diese Schulstrukturdebatte zu beenden und den Blick auf Qualitätssteigerung zu werfen. Und dazu gehörte ausdrücklich ein Grundschulkonzept, was wir in Gänze umgesetzt haben. Wir haben versprochen und wir haben gehalten. Und das möchte ich gerne an dieser Stelle noch mal festhalten. Und warum lohnt es sich in einer solchen Debatte den Blick zurückzuwerfen, auch wenn man 6 Jahre schon regiert? Es lohnt sich deshalb schon allein unter dem Aspekt, den Kollegin Löhrmann Ihnen vorhin genannt hat. Wenn man nicht ausbildet, kann man hinterher auch keine Lehrer einstellen. Und wer die Zahlen zurückgefahren hat, hat maßgeblich dann auch Verantwortung für die Situation, wie sie sich heute darstellt, auf dem Lehrermarkt. Und das ist schon wichtig, das in einer solchen Debatte nochmal herauszustellen. Und es ist schon wichtig, auch in die einzelnen Details etwas genauer und sorgfältiger einzusteigen und dabei auch Begrifflichkeiten nicht zu verwechseln. Es ist uns wichtig, dass Sozial- und Sonderpädagogen voneinander unterscheidbar sind. Und deshalb bitte ich Sie, das auch in den Debatten in Zukunft korrekt zu verwenden, weil das sonst auch diese Berufsgruppe sicherlich nicht gerne hört. Wir sollten hier eine gemeinsame Verantwortung auch weiterhin tragen. Ich würde gerne ein Wort sagen zu der Unterrichtsausfallstatistik, von der Sie gerade gesprochen haben. Wir haben mitnichten diese Unterrichtsausfallstatistik abgeschafft, sondern wir haben sie fortgeführt, zunächst in der Form, wie Sie sie damals, wie wir finden, aus gutem Grund auch gemacht haben. Wir haben sie sogar verbessert. Und jetzt gehen wir daran, nochmal eine nächste Stufe der Verbesserung zu machen. Und da nicht jeder, der zuhört und der auf den Rängen sitzt, sich auskennt. So wie Sie es darstellen, auf Klick hinein zu sagen, welcher Unterrichtsausfall ist Ausfall und welcher ist es nicht, ist eben nicht so banal. Hierzu haben wir viele Debatten in diesem Gremium hier schon geführt, auch mit den beteiligten Organisationen. Denn es ist wichtig zu unterscheiden und Kriterien dafür anzulegen, ist eine Unterrichtsstunde, die fachfremd vergeben wird, weil jemand krank geworden ist, ist das schon Ausfall? Hier gibt es sehr viele Differenzierungsmöglichkeiten. Die Schulen bitten darum, dass man ein Instrument hat, was nicht ihre Bürokratie sozusagen nach oben bringt, ohne den erforderlichen Nutzen in der Aussagekraft zu haben. Und daran werden wir arbeiten. Das haben wir hier zugesagt und das tun wir und das werden wir auch umsetzen. Und eins ist mir auch noch wichtig mit Blick auf die Situation an unseren Schulen, nämlich der Dank an all diejenigen, die in herausragender Weise dort ihre Leistung jeden Tag erbringen. Ja, die Bedingungen sind nicht einfach. Ich sage das noch mal in aller Offenheit. Die Landesregierung hat sich nicht das Thema Inklusion ausgedacht, sondern wir setzen das um, was alle anderen Bundesländer auch umsetzen müssen. Und alle schauen darauf, wie schafft das ein großes Flächenland Nordrhein-Westfalen. Wir haben nicht wie andere, es lohnt sich zuzuhören,
Wir haben nicht wie andere den Schalter von 0 auf 100 umgelegt, sondern wir gehen schrittweise voran. Wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Wir wissen, dass wir Belastungen auch auf die Kollegien übertragen haben. Wir wissen, dass die Bedingungen, wie sie damals in Pilotprojekten waren, nicht für alle umsetzbar waren, auch vor dem Hintergrund der Haushaltssituation. Und deshalb, lieber Kollege Laschet, lieber Kollege Lindner, wäre es nur fair, wenn Sie sagen, an welchen Stellen würden Sie denn noch mehr Lehrerstellen aufbauen, mal auch unter den Bedingungen, ob die denn alle am Markt dann zu kriegen sind? Wo würden Sie diese Stellen schaffen, in welchem Umfang und wie würden Sie finanzieren? Dann würden Sie eine ordentliche Oppositionsarbeit in diesem Landtag machen. Und das sind Sie heute schuldig geblieben. Frau Ministerpräsidentin, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und damit schließe ich die Aktuelle Stunde. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2.